Ja, so, er hier sieht aber schon so ähnlich aus, wa? Warte mal, guck mal, da war hier noch jemand. Rennt so was aus? Er hier? Nur mal für die anderen, also. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steven, wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das natürlich bereits. Warum stehe ich hier in der Kälte am Flughafen Schönefeld? Ja, ein alter Klassenkamerad von mir, der hat nun schon so 2 Jahre beobachtet, wie ich elektrisch unterwegs bin und hat sich gedacht, ich will jetzt auch mal elektrisch fahren. Und da er morgen eine längere Tour vorhat, hat er sich gesagt, ich biete mir jetzt einfach mal ein Elektroauto und wir begleiten ihn jetzt mit der Kamera, wie er so seine ersten Gehversuche in dem Elektroauto macht und wie er auch das erste Mal lädt. Und ich will euch zeigen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, dass man davor gar keine Angst haben braucht. Das ist mein alter Klassenkamerad Rico. Hallo Rico. Grüße. So, jetzt geht es darum, die ersten Gehversuche in einem voll elektrischen Fahrzeug. Angemacht hast du es ja schon, ist ja klar. Ein Trauma ist sogar angesprungen. Gott sei Dank müssen wir nicht gehen, sondern wir können fahren und machen wir jetzt auch gleich mal. Ja, also, was kann man sagen? Ansonsten ist es doch eigentlich selbsterklärend, oder? Ja, also eigentlich, wenn man automatisch schon mal erfahren ist, sollte es eigentlich nicht das Problem sein. Das Einzige, was mich hier tatsächlich irritiert, weißt du, ob du das mit einer Kamera mal raufkriegst, ich habe von einem D und einem B. Das ist tatsächlich ein Thema, das werde ich jetzt noch ausprobieren. Davon habe ich jetzt gerade keine Ahnung. D kennt so ziemlich jeder. B kriegen wir gleich raus. Ja, entweder passiert gar nichts oder passiert viel. Wenn man gleich schaut. Also ich muss dazu sagen, ich könnte es dir erklären, aber ich möchte es einfach nicht. Das war mir schon klar. Weil du kannst es vielleicht den Zuschauern auch nochmal bestätigen. Du bist mit meinem Fahrzeug schon mal einmal Probe gefahren. Aber ansonsten, du hast dich sonst noch nie damit auseinandergesetzt. Also wie ist es mit dem Laden oder sonst irgendetwas? Nee, gar nicht, Rekuperation, also du gehst da völlig unvoreingenommen ran. Rekuperation. Ne, sag ich doch. Ja, sieht man's, ne? Also, Energierückgewinnung. Danke. Nein, klar, weiß ich, was das ist. So weit war ich auch schon mal gewesen, aber genutzt habe ich es noch nicht. Okay. Nee, dann machen wir einfach mal, dann drehen wir mal eine Runde. Schauen wir mal, was passiert. Man siehe. Rekuperation funktioniert. Ich glaube, ich spreche immer noch falsch aus, ne? So, fahren wir mal hier kurz mal rum. Na, was fährt sich da sowas von angenehm? Schön. Gott sei Dank ist hier kein Verkehr. So. Oh, ein gutes Vehikel, mal zeigen, was das kann. Ja, das macht Spaß. Du hörst nichts, drück den Sitz und schön ist die Welt. Also, Ansprechverhalten, sagst du, ist gut. Geil. Fairerweise, so ein wunderschönes neues Auto. Ne, mal, guck mal, gerade mal 2.500 Kilometer auf der Uhr. Ne? Wäre dramatisch, wenn es anders wäre, aber ja, geil, schön. Was hört man? Reifen, sonst nichts. Mal blöde Quatsch. So, siehst du, und jetzt gehst du gerade runter vom Gas. Genau, und jetzt. Seht da wieder schön aus. Genau. Dann versuch doch mal jetzt in D zu schalten. So. Zack. Dann gibst du mal ein bisschen Gas. Ja, und dann. Und siehst du? Wieder stand gleich. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal gucken, wo fahren wir eigentlich gerade lang. Links müssen wir rum. Wir fahren einfach mal links rum. Ja, was ich gerade gesehen habe, er rekuperiert. Ja, ist wahrscheinlich egal, was ich meine. Er lädt auf beim Bremsen tatsächlich. Nur wenn ich auf D habe. Ja, sobald ich runtergehe, geht 0. Also, und wenn du auf B schaltest, dann rekuperiert er auch, wenn du nur vom Gas runtergehst, ne? Genau, sieht so aus. Das haben wir gerade getestet, ja. So, was muss man mal gucken. So, der E-Golf hat noch 68 Kilometer Reichweite. Ja, das ist jetzt nicht ganz so pralle, ne? Mit meinem Ausflug, der vorhin erwähnt wurde, nicht ganz so konform. Ergo. Du bist bis vor ungefähr 1,5 Jahren noch Diesel gefahren, richtig? Ja. Bei 68 Kilometern hättest du Schweißperlen auf der Stirn gekriegt, oder? Wer nicht? Beziehungsweise schnellstmöglich in den nächsten Tank gesucht, aber das würde ich sagen, machen wir jetzt aber auch. So, und wie ist das jetzt der Unterschied? Also mit dem B, das ist, wenn du im B drin bist, dann verzögert er ja so ein bisschen, wenn du vom Gas runtergehst. Dann ist es so ein bisschen wie eine Motorbremse, oder? Ja, also ist eine bessere Motorbremse. Ich habe ja gesehen, gibt es noch irgendwie Plus, Minus. Jetzt weiß ich nicht, ob das für eine Art Tiptronic sein soll, bezogen auf das D.
Oder ob das, ich denke mal, das wird vielleicht die Stärke der Rekuperation sein. Du kannst dich direkt neben mir stellen, weil dein Ladeanschluss ist quasi auf der rechten Seite. Mein Träumchen. Schön, dass du aufpasst. Da sieht man den Profi. So. Okay, dann hier sind wir am Schnelllader, am BER. Dann lad doch mal auf den Hobel. Geh mal zur Seite vom Hobel. So. Geil, gleich drei. Das ist doch schön. Ist ja ein bisschen wie am PC, oder? Ja. Also wer einen PC anschließen kann, der kann das vielleicht auch. Ja, nur ist es auch ein bisschen größer als ein USB-Sticker, ne? So, jetzt muss ich aber fair sagen, jetzt müsste ich mir die Dinger tatsächlich erstmal selber an. Aber sollte doch nicht ein Problem sein, ne? Licht habe ich gleich gelernt. So, der sieht rund aus, also gucken wir den mal nach rund. Der sieht anders aus. Der sieht auch anders aus. Die guten Dinge sind drei. So, darf ich dir da jetzt aber einen Tipp geben? Das ist jetzt der Typ 2 Anschluss. Das ist ein sogenannter, also das ist quasi der Wechselstromlader. Der würde jetzt im Falle vom E-Golf würde der relativ langsam laden. Ich glaube, mit 7 kW. Da, genau. Guck mal, halt da mal die Kamera drauf, weil was war nämlich gewesen, gerade in der Dunkelheit schön zu erkennen, für mich als Nichtswissenden, da war noch ein Deckel drauf. Richtig. Das ist quasi sozusagen das Destination Charging. Wenn du irgendwo ankommst und über Nacht lädst, dann lädst du mit so einem Stecker. Und genau, wenn du jetzt diesen Zusatznupsel abmachst. Probier doch mal. Tada! Super. Es leuchtet. So. Was sagt das Display? Kriegen wir da drauf? Ja. Der sagt jetzt, ich soll starten. Na dann. So, machen wir. Hoffen wir, dass die Karre nicht explodiert. Ein Träumchen. Und es lädt. Na? Vorbereiten zum Laden. Und es lädt. Ist doch schön. Es funktioniert. Ja, kinderleicht. Ja, naja, gut, aber. Wenn man den einen Deckel findet. Richtig. Ja, aber genau deswegen machen wir das ja. Im Prinzip, es ist im Prinzip nicht schwer. Und ich meine, du hattest jetzt auch erschwerte Bedingungen, denn wir sind ja an einem Schnelllader, wo man ja nur mal drei Anschlüsse hat. Also beispielsweise die Zoe oder der Kangoo, die laden damit bis zu 43 kW, die alten. Oh, da sieht ja schon die Farbe ab, ist ja geil. Shademo ist der japanische Standard und CCS ist der europäische Standard. Und man muss auch fairerweise sagen, es ist auch echt ein bisschen dunkel hier. Ne? Also wenn man hier mal ein bisschen beleuchtet hätte oder... Aber richtig, also man kann es vielleicht ein bisschen sehen. Auch ein bisschen besser gesehen mit der, wenn ich jetzt die Kamera so rumschwenke, ihr seht, also da passiert nichts. Ne? Da ist alles ziemlich zappend. Duster. Also das Licht kommt halt wirklich nur von der Kamera. Ja, also nee. Aber wenn man sich jetzt einmal, wenn man jetzt einmal diesen Stecker identifiziert hat, dann beim nächsten Mal ohne Probleme, oder? Ja. Und ich muss auch sagen, gucke mal an. 45 Minuten sagt er bis 100%. Ja, 100% brauchen wir nicht. 95 reichen aus. Und das ist für mich. Jetzt muss man ja fairerweise sagen, man sagt ja immer, am Schnelllader ist es sinnlos, bis 100% zu laden. Also im Schnitt so bis 80%, vielleicht auch noch 90%, weil ab 80% geht die Ladeleistung halt immer weiter runter. Und dann wird es halt immer langsamer und deswegen braucht er da recht lange. Da muss ich aber auch sagen, also 45 Minuten hatte ich jetzt auch nicht vorher hier in der Dunkelheit stehen, weil wie wir ja sehen, das war ein Burger King hier, der natürlich schon zu hat. Ja, das ist natürlich immer doof, ne? Äußerst duster das Thema. Und 80% sind sie ja schon sehr. Na, und wenn du jetzt diesen Ladeplatz mit der Tankstelle vergleichst, also ich meine, erstmal haben wir einen Vorteil. Der Ladeplatz hat noch geöffnet im Gegensatz zu der Tankstelle. Ich wollte gerade sagen, aber der Tankstelle sieht jetzt schon ein bisschen trostlos aus. Aber vorne ist tatsächlich zu. Nee, ist wirklich gar nichts. Hier fährt kein Mensch vor. Hier ist nichts los. Aber hast du jetzt so irgendwelche Möglichkeiten genutzt? Also hast du dir im Vorfeld irgendwas angeguckt? Irgendwie YouTube-Tutorials? Wie lade ich ein E-Auto? Tatsächlich nicht. Ich habe es erst überlegt gehabt, aber dachte mir, ach komm, so kompliziert kann es nicht sein. Nein, ich habe mir gar nicht vorher angeguckt gehabt. Also ich wusste, ja klar, es gibt die Säulen, da ist ein Kabel dran, da ist ein Stecker dran, die Welt ist in Ordnung. Muss reichen. Und siehe da, es funktioniert. Passt. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich danke Rico, dass er sich bereit erklärt hat, dieses kleine Experiment mitzumachen. Ihr kennt's, ne? Hier unten, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat.
und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Ansonsten sage ich ciao, tschüss, gute Nacht, guten Morgen, wie auch immer, wann ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Die Kilometer ja auch so ein bisschen. Ach du Scheiß. Ja, sehr schön. Wie hast du eingeparkt? Das sage ich jetzt nicht, aber Kiko geht mir jetzt. Okay. So eine zwielichtige Person aus mir Büsch springt, dann haben wir verloren. Nö, ja, für ein 2-2 jetzt passt schon. Achso. Ja.